Herzlich willkommen zu Resident Evil 6, das Together mit dem Moderator Arti und euren John McLeod, hallo. Ja, wir waren ja zuletzt bei der Kathedrale, haben so einen riesen stinkenden Dudelsack voller pestgestreuter Giftgase zerstört. Da fand ich das umgebracht. Okay. In einen eisernen Sieb verwandelt. Ja, und das lief richtig gut. Ja, zwei Überlebende. Für uns beide das erste Mal, dass wir überhaupt Überlebende dabei sind. Ja, Premiere. Oh, was ist denn da schon? Schöne Fähigkeitspunkte. Und wir gehen das weiter tiefer in die Katakomben hinein. Ich lade gerade mal die Waffen überall nach. Wieso kann ich die Muni nicht nehmen? Kaliber 12 Schrot, hä? Ich habe doch gar nicht so viel Schrotmuni. Moment mal, ich glaube, ich habe Unsinn dabei. Oh ja, ich muss hier mal ein bisschen was mixen. Das kann ja mal gar nicht angehen. So, das hier rein. Dann habe ich viel zu viel von diesen ferngezündeten Sprengsätzen. Das benutze ich aber auch nie. Kannst du mir die geben? Leider nicht. Oder? Warte mal. Nee, geht nicht. Schade. Oder warte mal. Kombinieren. Bestätigen. Zurück. Nee. Scheint nicht zu funktionieren. Dann funktioniert das nur im Koop-Modus. Weil ich mir das schade finde. Hätten wir auch mit Modi reinmachen können. Ja, eigentlich schon. Na gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Welchen Part sind wir jetzt eigentlich? Weißt du das? Oh, ich zähle schon gar nicht mehr mit. Bei 125 aufgehört zu zählen. Ja, wir nehmen diese zwei Kapitel ja in einer Session auf, nur zur Info, und deswegen haben wir da nicht so den Durchblick. Also wir werden das in den Videos spezifisch nicht auf die Kommentare eingehen, aber außerhalb schon. Ja, ist auch so eine Sache, da wir... Aber ich fürchte, wir sind allein. Ja. Da wir immer zwei Kapitel am Stück aufnehmen, können wir natürlich auch erst in den Kapitel danach, also in-game zumindest, darauf irgendwie reagieren. Ja. Natürlich werden wir aber trotzdem eure Kommentare, wie ihr es gewohnt seid, beantworten. Und ja, gegebenenfalls drauf eingehen. Ah. Versteht sich. Was machst du denn? Guck mal da in die Zelle rein. Ach ja, da kann man sich schön erschrecken, ne? Guck da links, leer, auf einmal so vor am Rand. Ja. Da ist nichts. Oh, ist hier was Blaues. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Medigit Solid. Hast du ja auch Let's Play, das ist auch ein geiles Spiel. Absolut, ja. So, einer darf Tasten drücken und der andere darf, in den Raum gucken. Ich mach erstmal Kartons. Ja, das ist eine gute Idee. So. Das machen wir auf jeden Fall. Ich sag da mal den Raum an, nicht dass ich auch gleich hier das dickste Vieh mir an die. Alles klar, was hätten Sie denn gern? Nee, das definitiv nicht. null. gib mal 201 ein. 201. Falsche Taste gedrückt, okay. 201. Sie haben Tor 1 gewählt. Ja, yeah, und kein Song drinne. Immerhin, aber ein Zombie, ne? Nee. Nur Munition. Kannst dich auch bedienen. Okay. Da kann man ja theoretisch eigentlich seinen Partner einsperren, ne? Wenn man jetzt schnell die andere Taste drückt. Bin mir nicht sicher. Er probiert schon. Zwei. Kann man ja scherzhaft mal probieren. Ich guck mal, ich weiß gar nicht, ob die... Und? Ah ne, die bleiben alle offen anscheinend. Ja. Dann sag mal, welche Taste du als nächstes haben willst. Welches Tor hätte denn ein Kandidat? Ja, okay. Ich gucke erst nochmal rein. Also wir müssen nicht unbedingt alles abholen. Ja, wenn das so... Das ist einer von den Dicken. Also die machen wir auf keinen Fall auf. Und so ein Dicken, der wird uns nur unnötig Ressourcen kosten. Hier sind normale Zombies drin. Ich denke, das können wir uns genehmigen. Also die 012. 1. 2. Ach, ein Doktor. Hallo, Doktor. Ich glaube, Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Ach komm, ich dreh dich tot. Ich sehe dich nur noch drehen. Oh, der sah schön aus. Ach, das sind ja zwei. Ab. So, erledigt. Sehr schön. So, aber sonst gibt's hier doch ein paar Pünktchen, aber sonst... Blöde Zelle. Gut, dann könnten wir eigentlich, wenn wir die eine wirklich auslassen wollen, gleich mit unserem Main-Tor weitermachen, was ein bisschen verschnörkelt ist. Da müssen wir ein bisschen
logisch denken. Es fängt mit 2 an und was hatten wir noch nicht? 2-1-0. 2-1-0. Sind eigentlich ganz schöne Spielereien hier. Mhm. Gefällt mir. Machst du mal auch für mich mal auf 1-0-2. Du willst dich echt aufmachen? Ja. Okay. So, die 1-0-2. Könnte sein, dass da was Nettes drin ist, ne? Er lebt noch. Nicht mehr. Ah, ja. Dass der das am Schluss immer machen muss, aber das ist ja eh egal. Hier kommt kein Nachschub. Das ist immer mal ein Doppelteam. So, oh, schade, nee. Bei ohne eine Zelle gibt es auch so einen dicken drin und da gibt es was richtig Schönes. Stimmt. Sollten wir hier eventuell alles aufmachen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo einen Bonus gibt. Und ja, das nicht ohne. Na, Kollege? So. Oh, das sieht. Oh, Ding musst du dir mal angucken. Das können deine Leute mal angucken. Gegenüber. Mhm. Na, da knuddeln zwei Zombies. Die machen unanständige Dinge, eindeutig. Ja, darf ich sehen. Bleib mich mal ran. Man sieht ja nur die Köpfe, aber das sieht unanständig. Oh, der ist echt hässlich. Oh ja. Ich sehe nur einen. Wo siehst du die zwei? Ich hab zwei gesehen. Der andere ist ein bisschen kleiner. Ich ist ja gerade auf Tiefkurs. Könnte sein. Oh, da ist wieder ein Gemeiner drin. Ja. Dann sage mir der Herr die Nummer an. Ach komm. Das schafft hier ein Grundschüler. Man muss einfach die Ziffern auf den Türen eingeben. Yay, Leon hat's geblickt. Ja, komm, mach mal gleich den Fiesen mit 1-0-2. Ups. 1-0-2. Party. Wenn du Granaten hast, brauchst du die einmal nur reinschmeißen. Naja, ich war grad. Na egal. Der stirbt eh schon jetzt. Der ist schon tot, glaube ich. Jetzt. Ja. Schön, ja. Die Fähigkeitspunkte, die diese Kreischer hinterlassen, sind halt nett, ne? Mhm. Nimmt man gerne mit. So. Sieht so aus, als hättest du gerne die... 1-2-0. 1-2-0. Was soll ich da hier aufgehen? Hi, bin gut. Boah. Oh, nee. Oh, so einer, okay. Ah, dem hast du es ja gezeigt. Oh, der lebt noch. Den hast du ja gezeigt. Verpumpiert mich voll. Der legt dich flach. Ja. Alter, dem sind Dritte vollkommen egal hier. Das ist faszinierend, wenn das egal sein kann. Aber okay. So. Okay. Der Bonus ist auf jeden Fall hier drin, genau, weil es hier zwei Ziffern gibt. Aber welche? 2. Na gut, du drückst schon gut. 0-2-1. Anzunehmen, ne? Ja, 0-2. Gib. Na ja, schön, habe ich die eine Tür geöffnet. Ja, was weitergeht. Da müssen wir dann sowieso hin. Null. Bitte sehr. Gut, gut. Ah, da ist wieder ein Doc drin. Hi, Doc. Hi, Docs. Hey, der hat was in der Hand. Das explodiert bestimmt, wenn man da... Ja, zu spät. Okay. Shay. So, und jetzt hier der Bonus. Mit 2 fängt's an. Was hatten wir denn noch nicht? Das müsste 2-0-1 sein, oder? Probier einfach mal. Ich habe auf jeden Fall im Visier.
Okay, das sah gut aus. Ich habe nämlich was Blaues blitzen gesehen. Oh, hat Kräuter. Yeah. Fette Kiste. Shay. Ah, das gefällt mir. Ich glaube, da gab es eine Erste-Hilfe-Spray, oder? Hier ist ein grünes Kraut. Ich kann es nicht nehmen. Moment, das werde ich ändern. Also jetzt sieht es echt gut aus mit Heilung und so. Das kann man in der Kiste haben wir noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ich glaube, das habe ich das schon. Ja, anscheinend. Okay, gut, fein. Dann wollen wir weitermachen, lieber. Yep. Hier gibt es auch noch ein Emblem. Ich weiß, wo das ungefähr ist. Okay. Falls es deinen Leuten interessiert. Ja, wenn wir es wissen, nehmen wir es natürlich mit. Du nimmst alles, was die Partei auf nicht auf dem Baum ist, ich weiß. Der Stuhl. Moment, den Ort kenne ich. Der Abra muss in der Nähe sein. Wer? Jetzt hast du dich verraten. Hm? Es geht nur um einen Vibe hier. Ja, es tut mir leid. Aber wo du meintest, der Stuhl eh so. Wo ist ein Spyro? Ja, das war... Insider-Gig. Genau. Und Spyro wird wieder bestimmt fluchen. Ja, klar. Alle Männer wollen das Welt nur für sich haben. Es ist meine. Ich meine, nur weil es ein Arzt ist, ne? Muss jetzt nicht... Ja, aber hallo, Doktorspiele, weißt du doch. Ah. Spielt man doch als Kind immer gerne. Ich glaube, Spyro kommt aus diesem Part nicht mit Kopfkinos mehr raus. Mit denen habe ich ja auch noch was vor. Okay. Hm. Wird hier noch nicht verraten. Mit denen habe ich am Freitag was. Aber du kannst gerne mal, was ich ja auch jedem anbiete, kannst gerne mal ein bisschen von deinem Kanal erzählen, was du geplant hast, was du gerade machst. Was ich jetzt so geplant habe, ja, ich habe erstmal das Interview mit Tommy Gutschan hochgeladen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte es eigentlich machen, wenn mein PC wieder in Ordnung ist. Mhm. Also wenn ich da neue habe. Dann habe ich eine ganze Weile, gebe ich zu, ich war faul. Gibt auch im Infovideo, wo ich es sage auch. Okay. Werd jetzt auch von der Talktime in der Halloween-Woche leichtes Gespräch hoch, was wir da durchgeführt haben, wo ihr schon alle gefragt habt, wann kommt das hoch? Ja, yeah, sehr gut. Das kommt jetzt auch hoch, was du auch schon mal in einem deiner Let's Plays mal oder in einem deiner Videos mal angedeutet hast. Mhm. Ist recht lustig, Leute. Könnt euch mich einziehen, noch ein bisschen ernst gemeint. Auf jeden Fall, das war echt gut. Tisch. Und dann fange ich jetzt auch ein bisschen an, nebenbei ein bisschen zu LPen. Mhm, ach, super. Hab jetzt angefangen mit einem Super Nintendo Spiel, was bisher einmal auf Deutsch angefangen wurde, aber nie beendet wurde. Okay. Deswegen. Da hat sie irgendwie aufgehört, da hat derjenige, der oder diejenige dann aufgehört. Mhm, schöne Sache. Ja, ist klar, dass du wieder hier rauskommst. Yay. Deswegen, und das... Oh, den haben wir gerade bei einer Sitzung gestört. Der klassische Klo-Zombie, meine Damen und Herren, der darf natürlich nicht fehlen, aber diesmal hat er uns nicht getötet. Hier kann ich irgendwas machen. Ja. Klo-Spiel mit denen. Ich hab schon gedacht, du bist am Pinkeln hier. Hier ist ganz wichtig, diese Hähne, wenn man die Wasserhähne hat. Weil hier ist das Emblem. Ah. Hier drin. Aber gut versteckt, ne? Mhm. Habe ich auch durch Zufall entdeckt. Ich so, da kann man was machen. Drückst du mal. Bumm. Oh, cool. Sehr gut. Gibt noch ein paar andere Hähne, aber da gibt es auch noch ein paar andere Sachen deswegen. Okay, also, boah, ich habe gerade über 9 Heilungen hier. Also, es läuft so gut. Über 9 Heilungen? Ja. 9 Pillen. Ja, ich kann sogar noch mehr reinhauen. 9 ist ja gar nicht das Maximum. Da ist noch eine zweite Ziffer. Hm. Ja, ja, ich habe 12. Sogar 16 schon gehabt. Boah, scheiße. Ja, der hat mich auch erschreckt. Ey, stand der auf einmal hinter dir, oder was? Ja. Geil. Schöner Spiegel-Schreck-Effekt, wie sie so gern machen. Sie ist erst im Waschbecken und dann hoch und dann... Der Klassiker eigentlich schlechthin, ne? Ja. Ist wieder was für dich hier. Na, warte mal, wir müssen den erstmal killen da. Ich hasse den. Okay, das war's schon. Ja, ich habe mir ein Scharfschützengewehr raufgezielt. Ah, der steht nochmal auf. Na, ich geh weg. Och, Schreihals. Das ist doch kindisch. Noch als Dankeschön, ein Headshot. Danke fürs Schreien. Oh. Nee, wie gesagt, ich fange jetzt auch an LP-mäßig. Ich habe heute den ersten Part hochgezogen. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, dann ist schon längst, weiß ich was, 2, 3, 4 Parts hochgezogen. Okay. Ist ein rotes Kraut, John? Hab ich schon, ja. Ah, okay.
Nicht, dass du sagst, ich benachteile dich. Niemals. Ja, und dann mal gucken. Ich meine, du wolltest ja auch mitmachen als Gast. Aber gerne. Genau das wollte ich mal machen. Bitte sehr. Und jetzt? Ah, schön. 1000 Einzelteile. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich habe mir gedacht, hey, das Fläschchen, da kann man bestimmt... Zum Glück hat er das bei uns nie gemacht. Was zerstörst du da eigentlich gerade? Ein Zombie? Ach so. Huch! Sie immer diese störrigen Patienten. Ja, aber wirklich. Sie mir was Schwester, Beruhigungspille. Nee, wie gesagt, gerade bei den ersten Partys ist es ganz recht lustig geworden. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken, ja. Sparrow hat sich schon bepisst vor Lachen. Okay. Schon der Anfang, sagt er. Also wie gesagt, wir haben ein bisschen Mischung aus, ja, einer, der mal ab und zu mal denkt, was er dann dementsprechend in dem Moment denken tut, mal sagt. Könnt ganz gerne reingucken. Das kann nie schaden. Deswegen. Oh, okay. John spielt wieder mal Babyface. Oh. Na, ich weiß ja nicht, das sieht nicht ganz... Also ich weiß ja auch nicht, was du denkst, aber ich bin schon alt. Ah, ich erinnere mich, ja. Warte mal, was, da, was war da hinten nochmal? Ah ja, die Ziffer müssen wir uns merken, 201. Okay. Ja, und dann werde ich auch wieder anfangen mit Interviews und so. Und ich habe ja noch ein anderes Projekt vor, was im Dezember starten wird, mit mehreren Leuten vielleicht. Wenn ich die Leute zusammenkriege, natürlich auch. Aber dazu im November mehr. Deswegen. Weil ich muss das auch sehen, wie es passt mit meinem Privatleben, Umschulung. Deswegen. Was zum Teufel ist das? Vor 3 Tagen waren die noch nicht hier. Ada. Ist es das, was Sie mir zeigen wollten? Nein. Ich dachte... Sehr mysteriös. Wow, war das eine heiße Szene. Ein bisschen schleimig, ne? Kennen Sie? Ich denke, und? So ein bisschen, ich will ja nicht sagen, aber... Das also, war nicht Schleim, das war erotisch. Okay, jedem das seine, kein Problem. Ich mag ja auch Ada Wong, aber weiß nicht. Nicht so schleimig, ich weiß. Ich wusste gar nicht, dass die so... na gut, wir dürfen auch da noch... Wir wollen ja nicht spoilern und so, deswegen einfach mal das kommentarlos hinnehmen. Ada Wong ist hier halt eben irgendwie geschlüpft. Und ja, wir haben die Zahl nicht gedrückt, in jeden siebten Ei eine Ada Wong dabei. Das ist ein Anreiz, oder? Ich glaube, du wärst der Erste, der 30 Paletten davon bestellen würde. Geh zu. Muss ich bei dir stehen? Nee, ich wollte gerade sagen. Hat geklappt. Okay. Das war der letzte Türcode. Und jetzt müssen wir das Rätsel lösen. Hast du ein Rätsel? Gibt's hier ein Rätsel? Mhm.
Wie erschieße ich Leon? Ah, die Viecher sehen ja schon ganz schön creepy aus hier. Schaut euch das an. Ich habe mich auch gerade überlegt, wo geht's denn hier weiter, ey? Anscheinend ist das Vieh ausgebrochen und gleich zu so einem Ding mutiert. Hm. Das sieht eher aus, als wäre sie so mit Harz überdeckt. Ja. Oder Bernstein. Ich höre was. Da unten laufen Hunde. Schön. Ey, du Tierquäler. Bei diesen Hunden mache ich ganz gerne mal eine Ausnahme. Magst du eigentlich Hunde so an sich? Ja, solange sie nett sind. Solange sie nett und nicht beißen, ich weiß. Naja, bin halt mehr der Katzenfreund. Hm. Deine Katze erzählt was anderes. Ja, die ärgert mich ja auch. Ja. Ich drücke einfach mal den Schalter, ich weiß nicht, was passiert. Ah, okay. Sieht gut aus. Ich habe irgendwas aufgemacht. Man muss sie nacheinander aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Bist du nicht mit runtergehüpft? Bist du nicht mit runtergehüpft? Mach ich jetzt. Ich habe hier gerade, wie gesagt, noch einen Schalter aktiviert. Und jetzt ist keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Irgendwo wird es jetzt... Oh, hier sind Zombies auf einmal. Alles klar. Warum auch immer. Ja, ich komm wieder hoch. Hier unten gibt's nicht. Nichts? Nö. Okay. Ach, ja, hier lang. Ja, anscheinend, weil ich den Schalter betätigt habe, ist jetzt hier offen. So, Leute. Hier ist mit Sterben. Dankeschön. Bist du denn? Ich bin... Hier. Ganz in deiner Nähe. Was sind das für Viecher? Soll ich dir helfen? Ah, ne, dir geht's gut. Okay. Warum? Das sah nur so komisch aus eben. Ups. Soll ich dir helfen? Ja. Oder wolltest du weiter kuscheln? Eigentlich nicht, nee. Da stirbst du bald. Ey. Tritt! Okay, jetzt ist er dort. Ach so, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Bleib du auf der Seite, wo du bist. Was war das? Nein! Ah, okay, ich glaube, noch durchgekommen. Ah, der Fahrstuhl. Okay. Wo kommst du denn auf einmal her? Oh. So, Dele. Ich geh runter. Okay. Oh, scheiße. Oh, ich glaube, du brauchst Hilfe. Ich komme auch mit. Ja, danke. Ups. Man war ja nicht interessant, hinter dir gerade ein Zombie ist. Nee, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, guck mal, Zombie mit Taschenlampe. Zombie mit Taschenlampe kopflos. Die arme Taschenlampe. Schnell, Leon, wir müssen das hier aktivieren. Das jetzt hier die Taschenlampen schon? Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Boah, so. Hier an der Treppe gibt es viele Items. Okay. Wie soll hier liegt ein bisschen Muni für dich. Und so. Sehr schön. Ja, stimmt. Ich habe gar nicht mehr so viel Muni, sehe ich gerade. Ging jetzt doch ein bisschen flöten. Hey, ich komm mit! Wow! Eine Party. Wer hat jetzt wen fertig gemacht? Du trittst den, ich hol die Beine weg und mach noch den Ellbogen. Das ist nicht mal Teamwork. Sehr, sehr schick. Ah ja, hier müsste jetzt der Fahrstuhl sein, genau. Ui, die spuckt. Nicht mehr. So, dann wollen wir mal fahren, ne? Beziehungsweise durchlaufen. Ich weiß gar nicht, ob man da runter kann. Oder muss einer runter und einer drückt den Schalter. Egal, okay. Aha. Wenn der Fahrstuhl kommt, bist du am Kuscheln, na super. Ja, und fast tot. Ich brauche Hilfe. Das ist echt fies. In der Zwischensequenz wäre ich hier einfach gefressen. Okay, schnell Heilung. Leon, nimm Heilung. Okay. Yes, schön gemacht. Ah, scheiße. Au, ja. Oh, das ist sehr elektrisierend hier. Haben wir schön gemacht. Ah, schade. Funktioniert nur einmal. Okay. Kopflos.
So. Ist jetzt gut hier. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nur noch, kann man hier jetzt eigentlich was machen? Nee. Nee, wir müssen rüber. Da in den Fahrstuhl rein. Da, wo du gerade drin warst, du warst schon richtig, John. Aber da war doch nichts. Ja, Und jetzt? Irgendwie müssen wir doch jetzt hier... Oh, oder? Dann müssen wir jetzt hier nochmal einen Schalter bitte legen. Ah, nee, ich glaube, wir müssen Sprunghilfe? Könnte sein. Haben wir noch nicht gemacht, jedenfalls. Aber wo? Ja, gute Frage. Hier kommen wir nicht rüber. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite, ne? Komplett rüber auf die andere. Guck mal was, geh mal was gucken. Mehr als versagen kann ich nicht. Nee, da geht's nicht weiter. Und dann unten durch wieder. Meinst du? Was Besseres? Du kannst ja unten gucken. Ich guck mal unten, ja. Ach, hier, John. Direkt beim Fahrstuhl. Ich komme. Bin ich genau um. Da, wo sie sich schon in gebückter Haltung für dich bereitsteht. Ich sehe es, alles klar. Aber das mach lieber ich. Ich glaube nicht, dass sie Lien hochhieven will. So, jetzt muss ich warten, oder? Jo. Oh, ich warte mal. Gib mal von der Seite den Feuerschutz, bitte. Ja. Wenn ich dich sehe. Okay, ich sehe dich. Ah ja, da kommt was zu dir gekrabbelt. Oh je, da ist ja noch was. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. Dann geht das besser. Nein, nicht die. Also, bis ich die richtige habe, hast du eh alles gekillt. So. Tut mir leid. Oh, nee. Unser Freund hier, unser Freund. Okay, okay, ich versuche zu helfen. Ich helfe dir mal so. Auch gut. Oh, ja, jetzt habe ich zu tun. Oh ja, da sind sogar 4 Stück noch drin. Na, jetzt müssen wir beide einen Schalter betätigen. Na, erstmal hinkommen. Hey, wie fies das ist. Während der Zwischensequenz werde ich hier schon wieder halb umgebracht. Das ist doch gemein. Ist nicht normal hier. Hilf mir. Wow, ich sehe nichts. Wo bist du? Okay, Fahrstuhl. Ich komm, ich hab dich. Oh Gott, ist das viel hier. Oh, da ist er noch. Was hat er nicht? Ich höre ihn nur. Da ist er. Okay, weg hier. Wo ist denn unser Ziel? Sind wir hier richtig im Ziel? Nee. Okay, ich komm. Oh, komm, Chef. So. Meine Güte. Wow. Warst du das? Jo. So, ich jetzt mal gut hier. Die kriegt's voll ab. Double Move. Double Kill. Mann, oh Mann. Ja, mal gut gemacht. So. Wo geht's jetzt zu unseren 2 doppelten Schaltern hier? Hier oder andere Richtung? Ich glaube, hier sind wir richtig. Sieht gut aus. Nee, sieht falsch aus. Nee, du bist korrekt, ja. Dass du auch immer die Frauen hinter dir herschieben musst. Da haben wir's. So. Okay, Freunde, aber bevor wir diese Schalter betätigen, müssen wir schon wieder den Part wechseln. Also, ich sag einfach mal, bis gleich.